Hallo und herzlich willkommen zum Räuberboss-Event im Juli 2022. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr erfolgreich das Event abschließen könnt. Im Shop habe ich bis zur dritten Stufe gekauft, denn ich sammle gerne alle Waffen im Spiel und diese Waffe kommt auch bei mir im Team vor. Denn sie lässt 41 Edelsteine explodieren und dann gewährt sie allen Verbündeten aus Ketar einen zufälligen Statuseffekt. Und da alle Einheiten in meinem Team aus Ketar kommen, profitieren alle von dem Statuseffekt. Solltet ihr nicht genug Edelsteine haben, könnt ihr diese Waffe unter Spiele, Seelenschmiede, dem Reiter Waffen herstellen, wenn ihr diese Ressourcen habt. Schaut auch nach, ob ihr den Bosskiller habt. Der Bosskiller ist diesmal Morterra. Sie fügt einem Feind 41 Schaden zu und wenn der Feind ein Boss ist, dann verursacht sie dreifachen bis fünffachen Schaden. Das heißt, wenn ihr sie noch nicht habt und ihr sie jetzt das erste Mal bekommt, wenn ihr Stufe 2 zum Beispiel hier kauft, dann fügt sie dreifachen Schaden gegen den Boss zu. Habt ihr sie einmal aufgewertet auf Legendär, fügt sie vierfachen Schaden zu. Und wenn sie so wie bei mir aussieht, das heißt mit der hellblauen Umrandung auf Mystisch, dann fügt sie fünffachen Schaden zu. Das gleiche zählt auch bei der dritten Eigenschaft Göttertöter. Deswegen schaut nach, ob ihr auch diese Einheit habt, ansonsten müsstet ihr wahrscheinlich die Stufe 2 einmal kaufen und dann vielleicht mit Obst die Einheit aufwerten. Und hier ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Als Klasse habe ich den Nekromanten. Den Nekromanten habe ich deswegen drinne, damit unser Held auch aus dem Königreich Ketar kommt und somit kommen alle unsere Einheiten aus dem Königreich Ketar. Als Banner habe ich das Banner des Blutes, da wir vor allen Dingen Lila und Grün brauchen und wir haben kein Gelb im Team. Das Banner des Blutes bekommt ihr aus den Kriegsmeuten Vampirischer Durst. Wenn ihr das Banner noch nicht haben solltet, dann geht bei euch in den Shop unter Kriegsmeuten und hier seht ihr Vampirischer Durst. Da könnt ihr dann halt, wenn es bei euch 50 Kriegsmeuten kostet, das Banner für 50 Kriegsmeuten kaufen. Ansonsten, wenn es so wie bei mir 15 Kriegsmeuten kostet, dann habt ihr das Banner schon. Ansonsten habe ich im Team ganz oben den Bosskiller Morterra. Den kennt ihr ja schon. Denn er fügt einem Feind 50 Schaden zu und wenn er ein Boss ist, halt 3 bis 5-fachen Schaden. Versucht auch die dritte Eigenschaft freizuschalten, weil das Team ist sehr schädellastig, was ich hier spiele und es könnte dann auch passieren, dass man bis zum Boss unten durchkommt und dann kann man halt gegen den Boss sogar fünffachen Schädelschaden machen. Ansonsten habe ich an Position 2 meinen Helden und zwar die Krücke des Grabfürsten. Wisst ihr auch, lässt Edelsteine explodieren und gibt einem Verbündeten aus Keter einen zufälligen Statuseffekt. Und dann habe ich zweimal den Hüter der Seelen. Der Hüter der Seelen verwandelt alle Edelsteine einer gewählten Farbe in Schädel. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele und wie das Team genau funktioniert, zeige ich euch jetzt anhand meines letzten Siegels. Ich versuche immer als allererstes oben die Einheit voll zu bekommen, damit wir sie einmal auf den Boss spielen können. Ist denn einer der unteren Einheiten voll, sprich der dritte oder vierte, dann schaue ich, ob ich irgendwo eine Viererkombination mit Schädeln hinbekomme. Das sieht allerdings nicht so aus, aber trotzdem nehmen wir das Gelb. Wenn ihr Schädel habt, immer die Schädel mitnehmen. Ansonsten dann halt, wenn die Waffe des Helden voll ist, einmal explodieren lassen. Und dann kann die Schädelparty schon relativ gut losgehen, beziehungsweise halt, wenn die jetzt hier der oberste wieder voll ist, wieder einmal auf den Boss spielen. Und jetzt seht ihr, ist unten der voll. Nehmen wir natürlich grün, damit wir hier eine Vierer-Kombo hinkriegen. Die Vierer mitnehmen und fertig ist der Kampf. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Games of War sehen wollt, so könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Games of War gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.